Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Surviving Mars. Ich grüße euch. Schön, dass ihr den Weg hier gefunden habt. Ich bin gerade hier nochmal am Fahren und gucken und machen und tun. Hier oben haben wir nichts mehr zu erforschen. Haben wir sonst noch irgendwo Forschung offen? Wir forschen gerade hier unten. Dann hole ich mal ganz kurz Geff nochmal zurück. Der braucht auch mal eine Ladung. Und unsere Rakete soll am besten, die kriegt auch Exportgüter. Da warte ich aber noch ein bisschen. Sector scanned. Ja, dann haben wir wieder gescannt. Das ist okay. Hier werden jetzt auch nach und nach immer mehr Windräder aufgebaut, die unsere Stromknappheit dann auch ein bisschen beeinflussen sollen. Haben wir jetzt hier unten, die könnten wir eigentlich auch mal verbessern, ne? Brauchen wir auf jeden Fall ein Upgrade. Auf all diesen. Wir brauchen definitiv noch demnächst mehr Wasser. Ich sehe es kommen, das wird eine Riesenkatastrophe. Die Hälfte der Kuppeln ist aus. Und die Arbeitsplätze werden natürlich hier auch entsprechend nicht bedient. Was jetzt blöd ist, weil wir brauchen... Sektor scanned. Wir haben auch fast nichts mehr zu beißen. Ja, die Nutzpflanzen sind schwierig. Ah, okay. Okay, machen wir das mal so. Wie schaut es hier außen aus? Machen wir mal halb-halb, ja? Okay. Nur Spezialisten, keine Einschränkungen. Nur Spezialisten, das wäre mal voll interessant. Das war so. Okay. Dich lasse ich mal starten. Und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zur nächsten Frachtrakete. Und sage, ich will... einen Stirling-Generator haben. 20 Nahrung, 30 Nahrung und 5 Polymere und starte die nächste Rakete raus. Einfach damit ich jetzt ganz schnell mal Nahrungsmittel herbekomme. 7 haben wir aktuell noch. Und es schaut jetzt momentan nicht so aus, als würden hier jetzt ganz viel Nahrungsmittel produziert werden, so wie ich es eigentlich gehofft hatte. Produzieren jetzt Strom und zwar gar nicht mal so schlecht. Dürfen bloß den Strom nicht wieder verlieren. Das ist das Problem. Wartung wird bereits... Ah, okay, ist angefordert. Wird mal drüber gewischt. Research complete. Nahrungsverbrauch liegt bei 17 aktuell. Okay, warte mal. Okay. Architektur haben wir. Betankt Extraktor Upgrade. Betankter Extraktor. 30% solange das Gebäude mit Treibstoff versorgt ist. Okay. Warte mal, wir brauchen noch dieses Low-G. Low-G-Technik. Boah, die ist teuer, ne? Arkologie. Spitzengebäude, Arkologie, bietet komfortablen Wohnraum für viele Kolonisten. Oh, geil! Automatisierte Farmen ist aber mir gerade wichtiger, weil wir brauchen dringend mehr Nahrung. Wir produzieren jetzt mehr Saft, 100 um genau zu sein, das ist sehr, sehr gut. Und haben hier noch einen Reaktor. Den öffnen wir mal, um mehr Strom zu erzeugen. Erzeugt Strom. Ist der Generator verschlossen, ist er zwar vor Staub geschützt, erzeugt jedoch weniger Strom. Cool sieht das aus. Warte mal ganz kurz. Machen wir mal Fotomodus. Mal ein Foto machen. Okay. 9 nicht funktionierende Gebäude. Nahrung und Polymere werden knapp. Wir haben noch 4 Nahrung restverbleibend. Aber wir hatten doch mal so ein bisschen was vorbereitet. Resources are low. Gesamte Produktion ist echt mager, ne?
Dafür kommen wir jetzt aber deutlich besser über die Nacht mittlerweile. Also wir haben jetzt da auch vorrätig, das passt schon. Unterwegs zum Mars, unterwegs zur Erde. Also der Cargo, der vom Mars kommt, der ist schon gar nicht mal so schlecht. Pipe leak reported. Oh, 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 schon wieder. Das hilft uns hier an der Stelle leider gar nichts. Wir könnten diese Schleuse dicht machen, aber das hilft uns hier unten alles nicht. Okay, alles klar. Jetzt lass mal schnell schauen. Hier ist volle Arbeitsschichten, das ist okay. Hier werden Metalle, Edelmetalle besorgt, das ist auch gut. Okay. Okay, da haben wir jetzt folgendes. Wir haben eine Rakete, die ist landebereit. Und runter damit. We have a food shortage. Our colonists are starving. Okay, das sollte jetzt gleich lösbar sein. So, und zwar jetzt. Funding received. Wir holen uns die Nahrung und schaffen die hier ganz schnell runter auf den Nahrungsplatz. Haben wir alles? Ich hoffe. Und entladen das hier. 23 hungernde Kolonisten sollten jetzt gleich der Vergangenheit angehören. Wir werden sehen. So, jetzt wird hier abgebaut. 35 Kolonisten haben ein bisschen Hunger. Resources are low. Gut. Die Jungs und Mädels holen sich natürlich jetzt auch was zu beißen. Hier läuft das ganz gut soweit. Resources are low. Pipe leak reported. Okay, also die Nahrung ist da, aber es ist nicht so da, also nicht so heftig da. Wir müssen uns jetzt mal ganz kurz an folgende Nase fassen. Und zwar... Oh, speichern, okay. So, hier wird betankt. Das ist auch gleich soweit fertig. Und dann schicken wir die Rakete nämlich auch gleich wieder los. Starten. Sector scanned. So, und holen uns die nächste Passagierrakete. Ich brauche dringend unbedingt. Unbedingt sogar. Brauche ich alles, was irgendwie in die Richtung Botanica geht. Hm. Gut, Mediziner wären auch wichtig. Ich hole mal alles. Auch wenn es jetzt gerade nicht die beste Idee ist, aber ich brauche unbedingt Kolonisten. Um diesen Bereich hier zu betreiben. So, hier wird auch dann bald fertig sein. Das ist gut. Die wollen unbedingt was zu beißen haben. Hier wird auch verteilt mittlerweile. Ist auch sehr schön. So. Okay. Wir kommen über die Nacht mittlerweile mit vollen Lagern drüber. Hier wird auch gut produziert. Wie schaut es jetzt aus mit denen hier? Wir produzieren extrem viel mehr Polymere, als wir verbrauchen. Wir haben bloß da eine Knappheit. Wir brauchen sehr, sehr viele elektronische Geräte, die wir nicht haben. Und wir produzieren sehr viele Maschinenteile. Was ist mit den Jungs hier? Warum ist das so schlecht? Wir ändern das mal so. Jetzt haben wir 108. Der Verbrauch ist, glaube ich, die Edelmetall... das ist ein bisschen Edelmetallproblematik hier. Deswegen geht so wenig. Machen wir mal so, dann switchen wir da ein bisschen um. Dann können die Leute sich entscheiden, wie sie es haben wollen. Dafür, das ist okay. Das passt soweit. Können wir sogar noch ein paar Leute wegpacken, die dann woanders arbeiten können. So, die Jungs und Mädels sind hier am Düsen. Und unsere Nahrung wird schon wieder ganz schön knapp. Also das ist echt ein Chaos, das wir haben. Das wir noch lösen müssen. Und da sehe ich die Deckungspflanzen. Da wird natürlich jetzt gerade nichts produziert, ist ja logisch. Machen mal den hier Nachmittag. Aber das, wie gesagt, das wird jetzt hier nicht besser werden.
Hier wohnen zwar Mediziner. Drei Mediziner wohnen hier. Das ist natürlich eine harte Nummer. Cable fault reported. Okay. Wir brauchen da dringend Zeugs. Also Nahrung ist wirklich ein Riesenproblem. Dafür haben wir ja den Dom eigentlich gebaut, um den herzubekommen. Nacht hat keine Ressourcen und Wasser ist das nächste die nächste Baustelle. So, machen wir das mal so, dann wird man hier weiterkommen. Haben wir sonst irgendwas hier? Ist auch ein tiefliegendes Vorkommen, das ist auch sau wichtig. Hier rüber müsste man dann echt mal kommen. Da sind drei Wasserquellen unmittelbar, die könnte man abzapfen. Müssten wir ja bloß hier jetzt weitergehen. Der Drohnenhub läuft ja hier auch noch ein bisschen. Funding received. Okay, dann bauen wir jetzt hier nochmal Folgendes auf. So, machen wir das mal so. Dann haben die jetzt auch Platz, hier das alles wegzuräumen, damit es ja nicht so schmutzig aussieht hier. So, und dann brauchen wir jetzt Folgendes, damit wir schon mal gleich die Vorbereitungen schaffen. So, das ist auch ziemlich bis zur Grenze. Und dann machen wir dann einen Stromschalter hier hin. Und Stromschalter hier hin. Und Stromschalter hier hin, damit wir das abtrennen können ein bisschen. So, einmal eine Rakete, die wir gerne landen lassen wollen würden. Auch gerne wieder hier. Damit wir hier Drohnen auch im Betrieb haben. Zumindest die generelle Reichweite. Vorkommen 24,4 ist noch restverfügbar. Das ist natürlich echt sau wenig, ne? Meteor incoming. Wo? Meteor incoming. Ich weiß, ich sehe es gerade echt nicht. Aber die Meldung ist auch schon wieder weg. Milestone achieved. 100 Kolonisten wohnen mittlerweile hier. Das ist sauber. Sauber quasi. Wie schaut die Kolonistenwertung aus? 3 Obdachlose, 4 Obdachlose. Sind das die Kolonisten, die gerade aussteigen? New colonists have arrived. 18, okay. So, ich hoffe, da gehen jetzt auch ein paar hier rein. Das wäre mir sau wichtig. 16 Leute kommen, das passt. Und hier, wie gesagt, die haben hier natürlich auch Platz, ne? Da kommen noch ein paar. Und alle, die hier reinkommen, versorgen natürlich hier wieder alles weiter. Zack, da läuft's wunderschön. Alles klar. Das ist super. Perfekt. So will ich das. Das ist nicht das Ende vom Lied. Aber das ist jetzt zumindest schon mal... Wir produzieren hier zumindest schon mal ein bisschen was. Wenigstens mehr Nahrung. Und das könnte natürlich gut laufen mit dem, mit diesen Nutzpflanzen hier. 7 Kolonisten, okay. Also hier wohnen ganz schön viele. Generell 18, 19 Nahrung. Okay. Das ist nicht viel. Die Produktion auf 2 laufen zu lassen, ist echt ein Chaos. Wir machen mal ein bisschen Begrenzung rein. Okay, also hier ist noch definitiv viel Platz. Hier wohnen unfassbar viele Mediziner. Wir könnten in der Kuppel... könnten wir Hypochonder zulassen. Ja gut, ist ja egal. Melancholiker. So. Lassen wir die mal zu, für den Fall. Na, könnte man damit aber arbeiten. Oh, das schaut so geil aus, ha? Huh? Warte mal. Die Belichtung ist da ein bisschen arg crazy auch unterwegs immer.
Aber jetzt bin ich mal gespannt. Also hier sollte ja wirklich demnächst mal richtig was zu beißen reinkommen. 40 zum Beispiel bei den Sojabohnen ist echt viel. Das sollte dann besser werden. Die Rakete ist startbereit, dann ab dafür. Und wir holen die nächste Rakete. Wir brauchen, wie gesagt, hier ganz, ganz viele Leute. Und da müssen wir mal ganz kurz hier umbauen. Was haben wir an Schwächen? Wir nehmen zum Beispiel keine chronisch Kranken mit. Weil die auch hier... Aber das ist auch wirklich gut so. Hypochonder sind okay. Heulsusen? Sagen wir nein. Verliert Besonnenheit. Einzelgänger sagen wir auch nein. Die lassen wir trotzdem mal mit. Und Heulsusen lassen wir auch mit. Wir sind da echt kulant. So. Botaniker. Botaniker. Die runde Heulsuse, okay. Wissenschaftler und Botaniker sind eigentlich alle wichtig. Ja, mehr haben wir nicht, ne? Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Ach, wir haben eigentlich auch keine Wahl, ne? Das ist eigentlich auch schon ziemlich wurscht. Nee, wir machen das so. Wir brauchen mehr Kolonisten, um mehr Kolonisten durchzufüttern. Da ist der Trick an der ganzen Geschichte. Aber das war jetzt auch die letzte die letzte Geschichte, die wir jetzt organisieren. Sector scanned. Anomaly found. Schön. Da hinten. Schicken wir Skeff hinter. Okay, wen haben wir hier noch? Ja, müsste man beim nächsten Mal eigentlich schon ein bisschen wieder neue Kolonisten vergeben, auch von den VIPs. Ja, hier ist auf jeden Fall sehr viel bloß. Wir haben gerade echt halt einfach eine Nahrungsknappheit. Und wir könnten noch mehr Pilzfarmen aufbauen. Das würde uns aber auch gar nicht so wirklich helfen eigentlich. 19 Verbrauch, das ist so enorm. 9,5. Wir produzieren gerade überall Deckungspflanzen. Naja, okay, ist in Ordnung. Verbesserung der Bodenqualität um 10, um 40. Man hat 100% nach dem Run. Und was könnte man da noch anbauen? Kartoffeln vielleicht. Ja, machen wir hier mal Kartoffeln her. Statt Weizen. Resources are low. Aber wobei, wie lange brauchen Kartoffeln eigentlich? Ich will die nicht durchgehend haben. 5 Sols. Weizen sind 2 Sol durch. 40 Sol. Machen wir hier mal Sojabohnen statt Kartoffeln. Und hier machen wir Weizen rein. Einfach um schnell Nahrung herzubekommen. There are earthsick colonists. 5, au, die brauchen auch 5 Sols, ne? Also brauchen wir echt Weizen. Okay. Weizen braucht ja nichts, die verschlechtert ja nicht, ne? Weizen ist okay. Machen wir hier mal ganz kurz ein Umswitchen auf Weizen in der nächsten Sol-Periode. Weil, das ist jetzt einfach auch sauwichtig, dass wir das hinbekommen, dass hier ganz, ganz schnell die Deckungspflanzen, dass die natürlich jetzt 5 Sols brauchen und in 3 Sols erst fertig sind, ist natürlich echt ein Problem. Weil wir noch 10 Nahrung haben, dann ist Ende im Gelände. Ein Kolonist hat Heimweh. Was ist denn bei dir eigentlich dein Problem? Lass mal gucken. Komfort. Einkaufen will er ganz gerne. Luxus, oder? Lass mal umziehen. Vielleicht geht es ihm danach besser. Kann ja sein. Was hast du für ein Problem? Gut erholt, okay. Na gut. Nochmal ganz kurz ein Check-up machen. Wir haben einen Obdachlosen. Wo denn? Also... Ich meine, es kann natürlich sein, dass ich die Spezialisierungen hier... Wir könnten natürlich auch einen Geologen hier noch einsetzen lassen. War jetzt eigentlich nicht der Plan.
Aber vielleicht sinkt das unsere Obdachlosigkeit. Ja, jetzt sinkt das unsere Obdachlosigkeit und hier zieht nochmal irgendwann einer um. Ich muss hier nochmal ganz kurz eine Mülldeponie hier hinbauen. Anomaly analyzed. There's more to the barren environment. Was denn? Das ist das hier unten, oder? Marsianisches Wissenschaftsinstitut. Okay, hier oben haben wir auch nochmal hängende Gärten, haben wir aber schon. Was ist das hier? Stammzellenrekonstruktion. Das Pensionsalter und der Tod durch Altersschwäche treten im Leben eines Kolonisten erst deutlich später ein. Ach cool. Vulkanischer Gruß. Lebe lange und in Frieden. Finde ich geil. Finde ich mega. Genanpassung. Sollten wir auf jeden Fall auch hinterher forschen. Gut, die können hier halt nicht einkaufen gehen. Das ist aber echt ein Problem gerade. Dann werde ich das Forschungslabor mal ganz kurz ausschlachten. We have a food shortage. Ja, genau. Und dann bauen wir hier jetzt irgendwas zum Einkaufen her. So. Warte mal ganz kurz. Wovon haben wir denn gerade sau viel von den Maschinenteilen? Aber da können wir, glaube ich, nichts haben, oder? Funding received. Vertreibt gekochte Mahlzeiten und Frischwaren. Machen wir das mal. Wir so einen Garten herbauen, das passt auch immer ganz gut. Sonst haben wir keinen Platz mehr. Okay. Die Kolonisten kriegen gerade was zu beißen, was ich sehr geil finde, dass wir da gerade echt irgendwo Nahrung hergekriegt haben. Gerade irgendwas fertig geworden. Wasserknappheit, okay. Resources are low. Wir haben gerade echt Wasser. Nicht genug Wasser, okay. Also wir brauchen definitiv Wasser, da kommen wir nicht drum rum. Können wir hier irgendwo einen Drohnenhub aufbauen? Ja, bestimmt, oder? Dann brauchen wir auf jeden Fall hier noch Universallager. So. Gut, Universallager haben wir. Dann brauchen wir jetzt eine Stromleitung. Ungefähr bis hier. Das wird als Top-Priorität gerade festgelegt. Das braucht natürlich auch sehr, sehr viele Teile. Wo könnten wir jetzt... Ah, Scheibengleister. Jetzt haben wir Wasser wieder als Problem. Und wir können, soweit ich das jetzt im Kopf habe, noch keinen Feuchtigkeitsvaporator bauen. Sector scanned. Das Einzige, was wir machen, ist so ein Ding nochmal neu anzapfen mit einem zweiten Extraktor. Das ist aber da auch nicht die ewige Lösung, ne? Auf der anderen Seite keine Nahrung produzieren, ist natürlich auch keine Lösung. Also ist schwierig. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann gucken wir uns die Sache nochmal weiter an, weil ich glaube, das wird uns noch ein bisschen beschäftigen alles. Das ist nämlich gar nicht so einfach gerade hier, das wieder hin zu bedeichseln, dass es auch funktioniert. Aber ich hoffe. Ich hoffe auf gute Wasser. Aber das wird schon. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Zwerg. Auf Zwergtyp. Ciao.